Heute habe ich genau eine Stunde Zeit, ein Foto zu machen. Wir dürfen keine Zeit verlieren und hauen uns jetzt erstmal in die Wiese. Alles bewegt sich wie Sau und wird fast seekrank, wenn man hier reinguckt. Heieiei. 17 Uhr, das sage ich euch deswegen, denn heute habe ich genau eine Stunde Zeit, ein Foto zu machen. Ich muss genau in einer Stunde um 18 Uhr wieder hier sein und habe mir jetzt zur Aufgabe gesetzt, einfach mal loszuballern und innerhalb von einer Stunde irgendwo ein schönes Foto zu machen. Recht unüblich. Normalerweise hat man in der Naturfotografie ja Zeit und Ruhe, ist ja auch Teil des schönen Ganzen. Aber warum den Spieß nicht einfach mal umdrehen? Deswegen eine Stunde, keine Zeit verlieren, los geht's. Extremsportler werde ich nicht mehr in meinem Leben. Wir sind jetzt an der Stelle angekommen und haben uns auch ein kleines bisschen wieder erholt. Diese Stelle ist richtig cool. Es ist so ein kleiner Streifen von, keine Ahnung, 20 Meter Breite oder so, mit hohem Gras und ein paar unterschiedlichen Pflanzen drin. Und aus irgendwelchen Gründen gibt es hier unfassbar viele Schmetterlinge. Es gibt weitere Stellen hier in der unmittelbaren Umgebung, die sehen genauso aus wie die. Da sind irgendwie deutlich weniger. Keine Ahnung, irgendwie gute Wohnlage. Schätze die Aussicht, muss es sein. Na egal, wie dem auch sei. Wir dürfen keine Zeit verlieren und hauen uns jetzt erstmal in die Wiese. Dabei habe ich heute ein Makroobjektiv und wer diesen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, man kann natürlich nicht nur das Objektiv so benutzen, deswegen ist auch noch ein Zweifachkonverter und ein Zwischenring mit dabei. Aber mal gucken, ob mich die Tiere überhaupt so nah ranlassen. Egal, erstmal rein. So, hier ist schon so ein kleiner Trampelpfad zu erkennen. Ich glaube, das ist ein Wildwechsel. Der geht auf der anderen Seite vom Weg nämlich weiter. Da gehe ich jetzt einfach mal rein, denn man möchte ja hier auch nichts kaputt treten und gehe wirklich hier nur so 2-3 Meter. Und dann lege ich mich erstmal hin. Jetzt mal ausruhen. Keine Zeit für ausruhen. Motive brauchen wir. Boah, ist das warm. Erstmal das Hemd ausziehen. Aha, da habe ich eine kleine Wanze entdeckt. So, ich zeige euch jetzt mal die Wanze, die ich entdeckt habe. Da. Seht ihr sie? Kann man die sehen? Schwierig, ne? Na, dann machen wir jetzt erstmal ein Foto von. So, auch wenn im Hintergrund so ein Mischmasch zu sehen ist aus Wolken und blauem Himmel, glaube ich, dass wenn man jetzt ganz flach in die Wiese geht und irgendwie den Himmel im Hintergrund hat, man mit einer Überbelichtung einen komplett weißen Hintergrund hinbekommen kann. Zumindest ist das meine Hoffnung und das probieren wir jetzt auch erstmal aus. Natürlich ist es auch noch windig und ich habe Dreck auf dem Sensor. Nicht nachmachen. Schon nah ran mit dem Moped hier. Nicht schlecht. Und wenn man ein bisschen ruhig an der gleichen Stelle sitzen bleibt, dann kommen sogar Schmetterlinge zu einem geflogen. Da sitzt zum Beispiel einer, der ist so schön von hinten durchleuchtet. Versuche ich jetzt auch mal vorsichtig ranzukommen. Man fühlt sich manchmal schon ein bisschen beschränkt. Das Tier sitzt direkt vor einem, aber wenn man nicht durch die Kamera guckt, sondern hier so über Eck, dann ist es so schwierig, die da reinzukriegen. Dazu kommt noch der Wind. Alles bewegt sich wie Sau. Man wird fast seekrank, wenn man hier reinguckt. Ist egal. Ich verfahre jetzt mit dem Motto, viel hilft viel und haue hier einfach mit 20 Bildern in der Sekunde drauf, in der Hoffnung, dass man irgendwann mal was scharf hat. Und dann kann ich das ja später ganz in Ruhe gucken. Aber jetzt habe ich gerade keine Zeit. Hallo. Die Leute denken auch, was macht er denn hier? Sitzt er in der Wiese und meditiert? Nein, ich meditiere nicht. Ah. Krieg noch einen Bandscheibenvorfall hier. Ah. Und egal wie eilig man es hat, einfach auch mal ein Momentchen Pause sich gönnen. Auch wichtig. Einfach dem John Deere da drüben mal beim Dreschen zuhören. Und sich von Ameisen in den Nacken zerstechen lassen. So, das soll jetzt erstmal reichen mit Wanzen und Schmetterlingen. 15 Minuten habe ich noch und die würde ich jetzt gerne hier in diesem Streifen hier hinten nutzen. Da ist es deutlich grasiger und ich weiß aus Erfahrung, dass hier immer die Wespenspinnen sind. Die mögen das irgendwie lieber als hier das Krautige. Und ich glaube, das wäre jetzt auch nochmal eine coole Sache. Und da gucken wir jetzt mal, ob wir eine finden. Hier sieht man wieder diesen Pfad von irgendeinem Tier und den gehe ich jetzt einfach weiter. Und dabei muss man aufpassen, dass man nicht direkt durch irgendein Spinnennetz durchrennt, denn ganz häufig nutzen die Wespenspinnen dieses Plattgetrampelte, um dazwischen ihr Netz aufzuhängen. Deswegen einfach mal vorsichtig hier durchgehen und gucken, was man so findet.
Ha, da habe ich eine. Seid schon dran vorbeigerannt. Seht ihr sie? Ich zeige mal mit dem Finger drauf. Da. Ähnlich wie die anderen Fotos heute stelle ich mir auch bei der Wespenspinne irgendwas im Gegenlicht vor. Ich muss also jetzt einmal außen rum und versuche sie dann irgendwie so senkrecht vielleicht auch wieder vors Weiße zu kriegen. Aber auch da wird es mit dem Wind ein bisschen schwierig. Egal, einfach probieren. Boah, Wespenspinnen sind schon richtig cool. Was für die typisch ist, ist, dass sie in der Mitte vom Netz sitzen, so wie viele andere auch. Aber darunter und darüber manchmal, also manchmal auch nur eins von beiden, aber manchmal auch beides, so ein Zickzackmuster in das Netz spinnen. Und ich weiß gar nicht, warum die das machen, müsste ich nochmal nachgucken. Aber daran kann man sie immer sehr gut erkennen. Und natürlich haben sie wirklich wie eben so eine Wespe so einen schwarz-gelben großen Körper. Ja, und die spinnen hier ihre Netze in der Wiese und hoffen drauf, dass da irgendwelche Grashüpfer oder irgendwelche Fliegen reinspringen. Und man sieht auch tatsächlich schon einige Opfer, also der Plan scheint aufzugehen. Ich hätte mich jetzt wirklich noch Ewigkeit mit diesem Tier beschäftigen können, aber kann ich leider nicht. Die Zeit ist um, ich muss jetzt nach Hause und den Heimweg, den kennt ihr schon, den zeige ich euch jetzt nicht mehr. Das ist im Prinzip genau der gleiche wie auf dem Hinweg, nur umgekehrt. Was ich euch lieber zeige, sind ein paar Fotos, die jetzt hier gerade entstanden sind. Und falls euch das interessiert, solche Sachen hier, dann schaut doch vielleicht auf meinem Online-Kurs vorbei. Denn jetzt gerade hatte ich natürlich mangels Zeit nicht so viele Möglichkeiten, euch zu zeigen, wie ich hier was so mache. Aber im Online-Kurs bin ich unter anderem genau auch in dieser Wiese unterwegs und Jan und Chris in ähnlichen und zeigen da eben, wie wir vorgehen. Der Anmeldeschluss ist bereits jetzt am Sonntag. Deswegen, falls ihr da Interesse dran habt, noch ein bisschen mehr zu erfahren, schaut da mal vorbei. Der Link steht unten in der Beschreibung und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier genau an der gleichen Stelle. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß draußen in der Natur und auch beim Fotografieren gehen. Vielleicht ja in der Mittagspause. Macht's gut! Kurse Nachbarschenken, selbstverständlich. Das Einzige, wo wir drauf aufpassen müssen, ist die Zeitverschiebung, aber das kriegen wir hin, denke ich. Super, machen wir. Den Namen bitte. Barack Obama. Habe ich, alles klar. Sehen wir uns am Sonntag.